Wir suchen da jetzt in der Nähe von Wiener Neustadt einen Luftschutzdeckungskram, also einen Bunker auf Deutsch gesagt. Mit dabei sind meine Freunde. Da haben wir den Franz Spärlich wieder mal, hallo. Und den Peter Walker. Grüß euch. Jetzt sagen Glück auf, schauen wir, ob wir was finden. Der Franz in der kurzen Hosen. Ja. Harter Knabe. Da sieht man schon noch Stacheldraht und Betonpfeiler. Das war mir angesperrt da. Ich glaube, Peter, da kommen wir ja bei einem gesprengten Bunker auch noch vorbei, gell? Wenn wir es finden. Ja, da vorne habe ich schon was durchleuchten gesehen, da hat es gestrüppt. Oh. Da haben wir schon eine Mauer. Das dürfte so ein gesprengter Bunker sein vom Zweiten Weltkrieg, ja. Sagt mir Santo, in der Nähe von Wiener Neustadt war ja überall Schwerindustrie, Flugzeugwerke, Munitionsfabriken, da liegt schon irgendein Blech. Und was das ist, kann man nicht mehr definieren. Die Stahlbetonmauer ist sicher von einem Industriegebäude noch aus dem Zweiten Weltkrieg. Man könnte sagen, wie der Peter jetzt gerade gesagt hat, könnte auch die Berliner Mauer sein. Aber so weit sind wir noch nicht gegangen. Wir sind noch irgendwo im Raum Wiener Neustadt. Seid ihr da einverstanden? Ja. Ja. Ja, ich weiß nicht, man könnte darüber diskutieren jetzt natürlich. Gut, wo geht's da jetzt weiter? Ja, das ist die Frage. Das ist die Frage jetzt. Warte, ich schau da gerade auf den Baum auf, weil das ist sehr verdächtig. Jetzt stehe ich mit genau, aber genau drunter. Ich glaube, wir gehen da jetzt weg. Aber der Peter sieht irgendwo einen gesprengten Bunker. Da vorne haben wir jetzt einen gesprengten Bunker. Da sieht man schon die Vegetation. Sag nur mal hin, weil jetzt habe ich gerade die Hand im Bild. Dort vorne. Jawohl! Die Vegetation ist recht hoch, aber wir haben ihn erblickt. Franz macht ja heute den Beleuchter. Dabei brauchst du ihn nicht einschalten, weil das ist eh schon der Akku schwach. Aber. So, und wer greift da jetzt als erstes durch? Ja, immer der, was fragt. Ich bin ja kein Gemse. Was dort, da umgekommen? Ja, da den zu der Mauer zu. Man beobachtet jetzt am Video, der Franz mit einer kurzen Hose da durch die schlangenverseuchte Augebiet. Ja, wenn wir so rundum gehen, aussehen rundum gehen. Ja. Also wir gehen wieder zurück. Wir müssen retour. Na dann retour. Wir haben ja noch Zeit. Schau, da ist alles zusammengefallen. Da noch einmal in Großformat der Stacheldraht mit den Stahlbetonsteher. Da kämpfen wir uns jetzt durch. Das ist ja eine Schnapsidee, hätten wir es im Winter gemacht. Aber was da ganz interessant ist, da sieht man richtig, was für Kräfte bei der Mauer eingewirkt haben. Es waren sicher Sprengungen. Die ganze Mauer hat es da zerrissen. Was das auch immer ist. Die Stepper, da wollen sie. Da haben wir richtig durchschauen. In den Molastern hängen gern Zorn herum, bitte. Ich weiß, Zornnattern. Meine zwei Kameraden sehe ich auch nicht mehr, die Herren nur. Wir haben was gefunden. Ja, super. Gott sei Dank habe ich meine schönen Gummistiefel noch. Hallo Gummistiefel, ich bin der linke, ich bin der rechte Gummistiefel. Und die zwei Gummistiefeln gehen jetzt mit mir da in den Dschungel bei Wiener Neustadt. Oh, ich gehe jetzt da noch vier zu der Mauer, zu der Hinterseite von der Mauer. Das ist interessant da. Schaut, das ist alles Bakelit. Hörst. Ist der Pfeiler drin. Da sieht man jetzt die Mauer komplett auseinandergerissen. Das müssten gewaltige Kräfte gewesen sein. Das ist irgendein Kunststoff, aber was? Nur mit wo? Ja, wie Schaumgummi. Schaumplatten. Irgendwas. Und da dürfte jetzt der gesprengte Bunker sein. Und ein schönes Fassel. Wir sind ja los Bläs unterwegs. Wir nehmen nichts mit, wir dann nur erkunden.
Fassel da. Und entweder ist es aufgeschnitten worden und ist zerrissen. Aha. Schau, Peter. Ein Eisenring eingewachsen. Ist unser Franz schon verschollen? Der Franz ist schon eine Station weiter. Der hat schon den Luftschutzdeckungsgraben entdeckt und sucht einen offenen Eingang, den wir hoffentlich finden werden. Das Licht hat er ja mit. Da sieht man jetzt entgegenlicht auch wieder die Sprünge. Also das muss eine gewaltige Explosion gewesen sein. Anders gibt es das nicht. Wenn du da schaust, da bei Gegenlicht, da hinauf in die Sonne. Und da vorne liegt der Stallträger. Auf Spurensuche. Da in der Nähe von Wiener Neustadt. Aha, und da ist jetzt der gesprengte Bunker, was der Peter schon vorher gesagt hat. Bin unterwegs mit meinen Freunden, mit Peter und mit Franz, auf Spurensuche, wie gesagt, da im Dschungel von Wiener Neustadt. Da drin liegt der Rechen. Und da guckt eine Spinne, gleich auf meiner Hand. Eine Spinne, die rennt jetzt auch mir leben. Aha, da war der Eingang. Das schaut cool aus. Schau mal da rein. Man sieht den Größenvergleich. Da steht eine alte Schaufel. Schaufel zum Freischaufeln. Die ist auch schon lang da. Die Schaufel. Und weiter geht's. Und ich glaube, wie gesagt, da liegt jetzt auch noch einmal so ein Zirkel Union. Müssen wir sich einmal nachforschen, wo die gemacht worden sind. Ich glaube, da werden uns heute nicht viele Leute entgegenkommen. Oh, was haben wir da Schönes? Ich sehe es schon da hinten, einen Luftschutzdeckungskram. Für alle Nichtwissende, ein, sagt es, Bunker. Bunker! Wir haben einen Bunker gefunden. Was war das da eigentlich? Ah, was aus Beton. Kameraden, ich schau mal da, dass wir da rumfilmen. Ja. Weil das dürfte der Ausgang sein, ha? Aha, nein, ich möchte nur da hintere schauen trotzdem. Aha. Ja, da haben sie einmal eine neue Tür eingebaut. Interessant. Da geht also ein Pfeiler auf, ein riesiger. Wo es das auch immer war, ich glaube, das dürfte Stromleitungen gewesen sein. Da haben wir noch grau angemalte Holzteile. Und da vorne ist auch noch ein Eingang. Also das Ding dürfte gar nicht so klar sein. Ja, man hat einen Feiertag nichts Besseres zum tun. Aha, die sind auch. Da ist schon der nächste Eingang. Da ein Haufen Aufschriften und Inschriften. Und wenn da jetzt dann einer von außen die Tür zumacht, huckt man da volle Ewigkeit drin. Wu-Tang. Aha, was das auch immer heißt. Klingt chinesisch, ha? Wu-Tang. Es ist aber trotzdem eine irrsinnig moderne Tür, wenn man da schaut. Da ist eigentlich eine Katzentür eingebaut in der Bunker. Ah ja, Katzenloch. Ja, da können wir dann rausschreien. Wahnsinn, ne? So, jetzt werden wir mal schauen. Darf ich dir kurz die Kamera übergeben? Ja. Ich bin nämlich da so zum Eingang herstellen. Warte mal, ich muss nicht die Lampen aufdrehen. So, da sind wir jetzt. Ja, schau. Und gerne in Malerei, abstrakt, in alle Farben. Da sind wir jetzt bei dem Bunker. Durch den Neustädter Dschungel, voll durch. Und da werden wir jetzt reinschauen. Der Peter hat den als erstes gewusst. Mit haben wir noch einen Sperrli-Franz, der ist schon da, der drin.
Da steht Raster 2000, was das auch immer heißt. Vielleicht wer rastet, der rostet. Darum werden wir das jetzt erkunden.